Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Ja, ich bin mal wieder angesprochen worden auf eine kleine Problemstellung. Es gibt also heute nichts Grundsätzliches, sondern eine kleine Hilfe. Und ja, das ist interessanterweise aufgetaucht im Zusammenhang auch mit dem Umflashen von den Brushless-Stellern, was ich ja manchmal mache. Und da gibt es die Möglichkeit, den Totbereich des Stellers festzulegen. Bei meiner Firmware kann man das allerdings nur sozusagen beim Flashen des Stellers machen, weil diese Firmware ja ein bisschen einfach ist. Man kann das später also nicht mehr ändern, es sei denn, man flasht den Regler dann erneut. Aber das ist natürlich ein bisschen umständlich. Ja, darauf bin ich angesprochen worden und das will ich heute einfach mal ein bisschen diskutieren mit euch und auch einige Maßnahmen vorschlagen, wie man das machen kann. So, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Drücken wir nochmal auf Autofokus, dann klappt das vielleicht besser. Okay, also, was haben wir hier? Wir haben heute mal einen Schraubenzieher. Wir haben hier einen kleinen Brushless-Motor. Ich habe hier im Bild so einen kleinen Steller, den ich entsprechend umgeflasht habe mit meiner eigenen Software und auch mit einem sehr kleinen Totbereich. Ich habe hier auf dem rechten Knüppel, der ist nicht neutralisierend und da habe ich jetzt einfach mal den Kanal 1 draufgelegt. Wir gucken uns das gerade mal an. Ich habe also hier das Gas auf Kanal 1. Und wenn ich jetzt also ein bisschen hier rausgehe aus der neutralen Position, dann läuft der Motor schon los in die andere Richtung. Ich kann das natürlich hier am Schreibtisch gut kontrollieren, weil ich ja höre, dass der Motor läuft. Das ist natürlich jetzt auf dem Sägewerk was ganz anderes. Da finde ich diese Neutralposition eventuell nicht. Ich kann nicht unterscheiden, ob sich das Modell jetzt gewissermaßen durch Wind fortbewegt oder durch andere Einflüsse oder dadurch, dass der Motor sehr langsam läuft. Ja, was kann man da machen? Nun, die einfachste Maßnahme, die man machen kann, um das ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, ist erstmal, dass man sich die Nullposition anzeigen lässt. Auch das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen tun. Man könnte beispielsweise einfach ein Widget auch hier installieren, was einem dann die Nullposition meinetwegen mit einem roten Ausrufezeichen irgendwie anzeigt. Aber man guckt ja nicht ständig auf das Display. Andere Feedback-Möglichkeiten sind besser und das ist auch natürlich schon in OpenTX eingebaut. Und vielleicht seid ihr über diese Stelle im Modell-Setup noch gar nicht gestolpert. Deswegen erwähne ich das jetzt hier. Es gibt hier die schöne Möglichkeit des Mittelstellungspieps. Und das schalte ich jetzt einfach mal ein für Gas. Der Pieps ist recht leise, man hört es wahrscheinlich kaum, wenn ich das jetzt bewege. Es gibt auch eine haptische Rückmeldung und das ist eigentlich das Bessere, wie ich finde. Die Anlage schüttelt sich also einen kleinen Moment. Gut. Also man merkt es recht gut, wenn man die Hände an der Anlage hat, dass man dann die Mittelstellung erreicht hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das auf maximale Lautstärke gestellt habe. Auch da gehen wir mal kurz hin. Nee, habe ich nicht. Piep, Lautstärke. Könnte man ein bisschen größer machen. Dann ist es wenigstens ein bisschen lauter schon mal geworden. Okay. Das ist die eine Möglichkeit.
Die andere Möglichkeit, die ein bisschen sinnvoller ist und die jetzt auch mit den Stellern zu tun hat, wie ist das mit dem Totbereich? Wenn ich den Totbereich jetzt größer haben will, wie gesagt, bei einfachen Stellern kann man das nicht ändern, wie auch bei meinen eigenen Stellern. Bei besseren Stellern kann man das ändern, dann muss man an einem Steller was tun. Aber man kann das natürlich auch hier im OpenTX machen und das ist, dass wir den Totbereich oder die Einstellung des Totbereichs einfach in OpenTX hinein verlegen. Dann kann ich es einfach am Sender auch ändern. Und dazu definieren wir uns eine sogenannte Kurve. Das ist jetzt also auch ein Thema, was wir noch gar nicht hatten und das bietet sich jetzt also hier an. Gehe einfach mal hier rein. Ich definiere mir eine Kurve und zwar möchte ich dort sowohl x- und y-Koordinate beeinflussen. Die Kurve nenne ich jetzt vielleicht mal Gas. Na, was mache ich denn hier? Ach, ich lasse das jetzt mal so, das ist mir jetzt zu umständlich. Und zwar mit vier Punkten. Damit ist gemeint, dass wir vier Punkte in diesem Graphen haben, die verbunden werden. Und ich stelle mir vor, dass wir also eine Kurve dann haben, die hier von minus 100% bis zur Nulllinie läuft, dann immer einen weiteren Totbereich hat und dann wieder zu plus 100% läuft. Da reichen also vier Punkte. Man kann natürlich auch 5 Punkte, 6 Punkte und so weiter machen, aber man sollte eigentlich immer das, also das Minimalste oder das am wenigsten Komplizierte nehmen, denn letztendlich bedeutet das auch immer Rechenzeit und je mehr man macht, irgendwann kann es dann tatsächlich mal passieren, selbst bei den leistungsfähigen Prozessoren, die da drin sind, dass das mit der Rechenzeit dann den Prozessor irgendwann mal überfordert. Okay, ich habe jetzt hier den Punkt, wenn ich also mit meinem Gas ganz links wäre, also die X-Achse ist sozusagen der Eingang, das ist jetzt mein Gas und bin bei minus 100%, also Knüppel ganz nach hinten, dann möchte ich auch, dass dieser Wert vollständig nach außen zum Servo, zum Steller transportiert wird, deswegen machen wir hier auch minus 100%. Also bei x minus 100% ist der Ausgang auch minus 100%. So, jetzt möchte ich hier bei dem nächsten Punkt den Knick haben. Das heißt, ich gehe hier auf 0 und bei dem anderen Punkt entsprechend auch. Dann habe ich diese geknickte Kurve und die hat jetzt einen relativ breiten Totbereich. Der geht jetzt von minus 34 bis plus 34, das ist natürlich relativ viel, ich sage mal minus 10% bis plus 10% ist sicherlich ein bisschen was Sinnvolleres. So, dann habe ich diese Kurve definiert und die kann ich jetzt tatsächlich in unserem Mischer mit einbauen. Hier. Mischer für den Kanal Nummer 1, das editiere ich jetzt hier und sage hier Kurve, wo normalerweise Diff steht, also die Differenzberechnung, was im Grunde genommen einfach nur einer geraden Gleichung entspricht. Da machen wir natürlich kein Exponential, auch keine vorgefertigte Funktion, sondern unsere eigene Funktion und zwar diese hier mit dem komischen Namen, den ich eben nicht besser hingekriegt habe. Ja, und jetzt kann man vielleicht auch so Piepsen besser hören, weil dieser Totbereich einfach größer geworden ist. Ja, das ist also eine einfache Möglichkeit, das hinzubekommen. Wer vielleicht dort
andere Töne abspielen will, in dem Moment, wo wir die Neutralstellung erreicht haben, der kann das natürlich auch tun. Und auch das Thema hatten wir schon mal. Ich bringe es aber nochmal, weil es immer wieder interessant ist. Unsere ganzen logischen Schalter, wir können ja hier 64 logische Schalter definieren. Also man sollte sich dieser Waffe in OpenTX bedienen. Und zwar möchte ich jetzt hier einen Schalter einbauen, der mir die Information gibt, ob mein Gas-Input ungefähr 0 ist. Und da nehme ich hier die Funktion nicht a gleich x, sondern a ungefähr x. Und zwar a, da ist leider dann hier steht ein v1 für Variable 1, das ist also nicht ganz konsistent beschriftet, aber diese Spalte wäre dann für a. Und dann nehme ich mein Gas. Und der Vergleichswert ist nach wie vor 0. Wenn ich jetzt tatsächlich auf der 0 bin, man kann das vielleicht ganz leicht erkennen, dann sieht man also auch, dass diese Zeile mit dem logischen Schalter in der Tat fett wird. Das bedeutet, dieser logische Schalter ist aktiv. Ja, und diesen logischen Schalter, den kann ich verwenden, um eine Funktion zu aktivieren. Und da nehme ich jetzt den logischen Schalter 01. Und die Funktion ist nicht Override oder so etwas, sondern ich möchte einfach nochmal einen Ton abspielen. Und dann nehme ich den Ton Warnung. Und dann hat man neben dem Vibrieren der Anlage, was ja durch die Grundeinstellung kommt, hat man auch noch das Abspielen dieses Tons in etwas größerer Lautstärke. Natürlich kann man sich da beliebig andere Sounds auch noch auf die Anlage laden, dass man dann vielleicht auch eine Sprachansage hat, neutral zum Beispiel. Ja. Gut, das zu dem Thema. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.